Vor, zwischen oder nach den großen Kenner- und Expertenspielen muss man auch immer mal wieder ein kleines Spiel einstreuen. Die sogenannten Absacker, um die geht es heute in meinem Gespielt-Video. Auf geht's. Ja, ich habe natürlich neben den ganzen Kenner- und Expertenspielen in letzter Zeit auch sehr viele kleine Neuheiten gespielt. Und davon habe ich heute euch 7 mitgebracht, die ich euch ganz gern vorstellen möchte. Ich erkläre euch so ein bisschen, wie mir die Spiele gefallen haben und worum es in den Spielen geht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Snatch It. Snatch It ist ein kleines Spiel von Heidelberg Games, bei dem wir quasi Frösche spielen und wir wollen unsere Beute fangen. Wir sitzen quasi am Rand des Teiches und in der Mitte haben wir ja so ein paar Insekten in Form von Karten natürlich und wir wollen diese fangen. Das Ganze spielt sich so ähnlich wie Mantis, denn es ist so, dass wir mit den richtigen Karten nicht nur ja die Karten in der Mitte uns grabben können, sondern wir können auch bei den anderen Fröschen ja unser Unwesen treiben. Das heißt, wenn wir eine passende Karte haben, es geht immer in so Reihenfolgekarten und mit Farben, dann können wir den Stapel von jemand anderes klauen, beziehungsweise dort ja eine Karte klauen. Und dann ist es aber so, derjenige, es ist nicht wie bei Mantis, dass man dann quasi ja verloren ist, sondern derjenige, dessen Karte da geklaut wurde, dessen Stapel geklaut wird, der kann sich dann noch wehren, falls er noch eine passende Karte hat, um quasi unsere Karte zu kontern. Genau, und dann geht das quasi reihum. Wir versuchen die ganze Zeit, uns diese Kartenstapel zusammenzuraufen. Und wenn wir dann einen großen Kartenstapel irgendwie haben oder einen, wo wir denken, der ist jetzt groß genug, dann können wir den in Sicherheit bringen, indem wir quasi nochmal eine Karte abwerfen und dann ja diesen Stapel als Punkte scoren. Ist quasi auch wie bei Mantis, nur ja ein bisschen anders. Bei Mantis ist es ja so, dass man so Farben aufdeckt, man muss irgendwie eine stimmen und dann kann man seinen Stapel in Sicherheit bringen. Aber es ist schon so ein ähnliches Spielprinzip, muss man sagen. Und mit der Erwartung bin ich auch reingegangen. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass das ein ziemlich cooles Ärgerspiel ist, was so richtig schön float und was irgendwie ja richtig gut funktioniert und so. Und es war es eigentlich auch. Also ich muss sagen, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber es ist ein bisschen verkompliziert alles, muss man sagen. Also die Tatsache, dass man quasi auch wieder so ein Snatch oder so ein, ja, dass jemand bei einem die Karte klaut, dass man das kontern kann mit einer weiteren Karte, das bringt nochmal so eine taktische Ebene mit rein. Führt aber irgendwie nicht dazu, dass das Spiel fluffiger läuft, dann ja finde ich diese Phase am Ende, also es geht dann irgendwie nochmal darum, dass man ja dann irgendwie Kartenstapel irgendwie da noch übrig hat und von diesen Kartenstapeln, die man dann quasi noch nicht gesichert hat, kann es sein, dass ein Kartenstapel flöten geht. Es kann aber auch sein, dass man den Kartenstapel in die nächste Runde mit rübernehmen darf. Und das kommt dann ein bisschen so darauf an, was dann irgendwie noch in dieser Storchenphase in die Mitte gelegt wird. Also ja, ist so ein kleiner Zufallsfaktor mit drin, welche Stapel man behalten kann und welche nicht. Ich meine, es gibt nur 2 Farben, es gibt irgendwie lila und rot. Und die Chance ist im Grunde genommen 50-50, je nachdem, wie viele Leute am Tisch sitzen und was die so für Karten haben. Aber ja, es ist doch ein relativ hoher Glücksfaktor. Dann gibt es noch ja so Special-Karten, diese, wenn man die oben drauf hat oder wenn man die in seinem Stapel hat, geben die nochmal mehr Punkte. Das ist auch nochmal etwas komplizierter, komplexer als bei Mantis. Und ja, und diese Karten mit diesen, wo man diese Dinger drin hat, die kann man irgendwie gar nicht sichern oder die, wo die Karte irgendwie oben drauf liegt. Naja, auf jeden Fall hat mir ganz gut gefallen, aber irgendwie hatte ich so manchmal das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen ins Stocken kam. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es irgendwie daran, ja, an der Konstellation, wir haben es, glaube ich, zu viert gespielt. Manchmal hatten halt Leute irgendwie gar keine Karten auf der Hand, um irgendwas zu machen. Manchmal war dieses Kontern einfach immer da. Also man konnte nie irgendwo was klauen, weil derjenige immer irgendwie eine passende Karte hatte, um das zu kontern. Ja, es war ein bisschen willkürlich, fand ich. Ist natürlich bei Mantis zum Beispiel auch, ist auch sehr willkürlich. Aber irgendwie kam bei Mantis, bei den Partien, die ich bisher gespielt habe in großer Runde, ein bisschen mehr Spaß auf als bei Snatch It, weil ich Snatch It dann doch ein bisschen zu kompliziert finde. Ja, aber trotzdem irgendwie ein ganz süßes Spiel. Vor allen Dingen finde ich das thematisch tatsächlich ziemlich cool. Dieses, dass wir Frösche am Teich sind und dann irgendwie die Insekten fangen wollen. Das passt irgendwie ganz gut. Das finde ich irgendwie ganz cool umgesetzt. Ja, und spielerisch war es okay. Also ich kann schon mir vorstellen, dass es in einigen Runden wirklich gut funktioniert. Dann habe ich das erste von den beiden neuen Oink Games gespielt, Moving Wild. Moving Wild, das habe ich mir auch auf der Messe gekauft, habe ich auch hier. Und bei Moving Wild geht es darum, dass wir quasi einen kleinen Zoo aufbauen.
Ja, ist natürlich wieder ein Thema, was bei manchen vielleicht nicht so gut ankommt, aber hier geht es im Grunde genommen, ja, es geht um einen Wildpark, den wir aufbauen. Das Ganze ist natürlich wie bei Oink Games immer so, alles ist in dieser kleinen Schachtel und man kann das relativ komplexes Spiel dann mit diesen Spielmaterialien spielen. Und hauptsächlich geht es um diese Karten hier. Das sind so kleine, sehr längliche Karten und auf diesen Karten sind immer entweder eine Gebietsart, wo ein Tier leben kann, zum Beispiel hier die Savanne abgebildet, oder sind die Tiere an sich abgebildet. Also was haben wir hier für Tiere? Wir haben hier zum Beispiel ein Krokodil. So, also das sind quasi alles, ja, so Wildtiere. Wir haben hier ein Löwe und diese Tiere können entweder ja, freundlich sein oder sie können nicht freundlich sein. Je nachdem, ob sie freundlich oder nicht freundlich sind, können sie dann zusammen ein Gehege mit anderen Tieren oder halt auch nicht. Dann jedes Gehege oder jedes, das ist ja eigentlich kein Gehege, es ist ja eigentlich einfach nur ein Gebiet, in dem wir die platzieren. Jedes hat quasi eine bestimmte Anzahl von Platzpunkten hier oben abgebildet und die Tiere brauchen dann natürlich auch eine bestimmte Anzahl von diesen Platzpunkten und dann geht es darum, dass wir eigentlich quasi im Drafting-Mechanismus uns Tiere ziehen, uns diese Gebiete ziehen und die dann auf unserem Board möglichst schlau platzieren und ja, so ein bisschen der Gag ist, dass wir das jedes Mal umtauschen können und dass wir auch für freie Plätze Minuspunkte in Kauf nehmen müssen. Da gibt es noch so Spezialkarten, die man auch ziehen kann, die dann teilweise die Gebiete verändern, die teilweise die Tiere quasi in den Gebieten hausen lassen können, die da normalerweise nicht hausen können. Denn man muss auch immer aufpassen, die Tiere, und das ist eigentlich ganz cool gemacht, können immer nur in bestimmte Gebietsarten, zum Beispiel dieses Krokodil, das kann halt ins Wassergebiet und ins Savannengebiet. Deswegen ist hier unten so ein gelber Streifen und so ein blauer Streifen. So ist dann das quasi gekennzeichnet. Oder die Giraffe hier, die kann nur in die Savanne, hat einfach nur so einen gelben Streifen. Ja, das machen wir quasi 3 Runden lang, immer draften, einmal im Uhrzeigersinn dagegen, dann wieder mit dem Uhrzeigersinn und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Also ein wirklich relativ leichtes, seichtes Drafting-Legespiel, bei dem wir halt dieses Tierthema haben mit diesem ja doch sehr speziellen Artwork, aber ich finde das total cool. Ich mag das super gerne, das ist halt mit diesen geometrischen Figuren alles abgebildet oder nachgebildet, der Löwe und so. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so einen coolen Ameisenbär. So ein Ameisenbären. Richtig, richtig cool. Hat mir ganz gut gefallen. Sehr unspektakulär. Hat gar nicht so diesen krassen Kniff, den ich irgendwie bei so einem Oink-Game erwarte. Also relativ unaufgeregt. Kein super krasses Highlight, aber auch wirklich kein schlechtes Spiel, muss man sagen. Moving Wild. Dann als nächstes kommen wir zu einem Spiel, bei dem ich tatsächlich noch so ein bisschen zwiegespalten bin, bei dem ich noch keinen finalen Eindruck irgendwie schildern möchte. Ich bin vorsichtig, sag ich mal, mit meinem, wie ich über das Spiel denke. Das Spiel ist ein tatsächlich doch relativ gehyptes Spiel. Auf jeden Fall habe ich von sehr vielen Leuten gehört, dass sie das richtig cool finden, dass sie es auf dem Zettel haben, dass sie es unbedingt haben möchten, dass sie es ausprobieren möchten. Und es geht natürlich um Red Jack. Red Jack ist eine neue Kombination, sag ich mal, aus Blackjack und Love Letter. Es geht darum, dass wir Handkarten auf der Hand haben. Also es gibt, man muss erstmal schauen, wie man quasi seine Decks zusammenbaut am Anfang. Also es gibt 4 verschiedene Decks in diesen 4 verschiedenen Farben und es spielen immer 2 Decks mit, wobei das blaue und das rote Deck gleich sind. Also wenn man die zusammennimmt, dann hat man halt einfach jede Karte doppelt und in dem gelb und dem lilanen Deck sind quasi 12 unterschiedliche Karten jeweils drin. Ein Deck besteht aus 12 Karten. Und nun geht es darum, dass wir ja quasi wie im Love Letter-Stil eine Handkarte auf der Hand haben, dann ziehen wir eine vom Deck und dann spielen wir eine aus. Und diese Karten können unterschiedliche Dinge tun. Beziehungsweise wir haben auch noch mehr Möglichkeiten, also wir können auch noch Karten umgedreht spielen, wir können auch Karten noch ziehen vom Stapel und so weiter und so fort. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass wir uns eine Auslage bilden von aufgedeckten und umgedrehten Karten. Und wenn wir sichtbare 25 Punkte haben, dann haben wir gewonnen. Also wie bei Blackjack, da gewinnt man ja bei 21 und hier gewinnt man halt, wenn man 25 hat. Derjenige, der als erstes 25 hat, der hat, hat quasi die Runde gewonnen. Oder derjenige, und das ist wie bei Love Letter, der als letztes übrig ist in der Runde, hat die Runde auch gewonnen. Denn es gibt hier Player Elimination, ist aber nicht so schlimm, weil das Spiel dauert tatsächlich auch einfach nicht so lange.
Und dann, ja, der Gag liegt halt in den Kartenfähigkeiten. Also es gibt Fähigkeiten, bei denen wir Karten bei den Gegnern umdrehen können, sodass deren Wert nicht mehr zählt. Es gibt Karten, bei denen wir Karten tauschen können als Fähigkeiten. Es gibt Karten, wo wir eigene Karten umdrehen können oder aufdecken können oder wie auch immer. Also man spielt eigentlich die ganze Zeit irgendwie mit diesen Werten und mit den Karten von sich und den Gegnern rum, mit diesen Fähigkeiten, die man dann ausspielt, und hat zusätzlich dann auch noch diese Pokerchips hier in der Mitte, die auch noch mitspielen, die quasi bestimmte Karten dann noch verändern können. Also wir können einem Kartenwert plus 10 geben oder wir können einem Kartenwert den Wert 0 geben. Wir können dem Kartenwert erhöhen, wir können den durch 2 teilen, wir können den um 1 erhöhen. Also da gibt es quasi auf jedem Chip, auf jeder Seite eine unterschiedliche Möglichkeit, Karten zu manipulieren, die Werte von den Karten zu manipulieren. Und ja, und dann geht es darum, irgendwie seine Karten möglichst schlau und clever auszuspielen, um dann diese 25 zu erreichen. Die Decks sind relativ unterschiedlich. Also es wird am Anfang empfohlen, wie gesagt, mit diesem Standarddeck zu spielen, wo man jede Karte doppelt hat. Die ist weniger interaktiv, sag ich mal, als die lilanen und die gelben Decks, die tatsächlich so ein bisschen mehr Spielerinteraktion haben, die ein bisschen mehr auch auf diese Chips und auf die Interaktion mit diesen Chips eingehen. Daher, ja, mir macht es auf jeden Fall mehr Spaß mit dem lilan und dem gelben Deck als mit dem blauen und dem roten Deck. Aber ich muss auch sagen, ich habe, obwohl das ein kleines Spiel ist, noch nicht so viele Partien gespielt, dass ich da jetzt das voll durchdrungen habe, welche Karte in welchem Deck ist. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass dieses mit diesem doppelten, also wenn jede Karte zweimal dabei ist, dass mir das nicht so viel Spaß macht, als wenn jede Karte nur einmal da drin ist. So, und jetzt kommen wir dazu, was ich eigentlich von dem Spiel halte. Also es ist erstmal, The Gang, nehmt euch bitte ein Beispiel an diesen Pokerchips, denn die Pokerchips bei The Gang sind ja wohl die absolute Frechheit, muss man einfach leider sagen. Ich finde es extrem schlimm, dass da so Labberchips dabei sind. Das hier sind ganz normale Pokerchips, die sind schön schwer. Das hat Red Jack geschafft, das hier reinzubringen. Also da kommt wenigstens Casino-Feeling auf und nicht mit so komischen Labberchips. Und die Punktechips sind auch noch ganz cool. Also insgesamt von dem Material für so ein kleines Spiel ziemlich gut, muss man einfach sagen. Es fühlt sich sehr wertig an alles. Und sehr gut, wenn man das auch in der Hand hat. Und dann zum Spielfluss. Also, ich kann ja auch nochmal eine Karte zeigen, die ist auch ziemlich cool übrigens. Die haben hier so einen goldenen Rand auch überall. Die sind so leicht so golden gestaltet hinten. Ist einfach ziemlich cool. Und auch vorne sehen die wirklich sehr schön aus. Also, ich habe zum Beispiel eine Karte: Wähle einen Gegner, tauscht eure Handkarten miteinander. Na, das könnte so ein Effekt sein. Die Karten sind wirklich sehr schön auch gemacht, also das ganze Material. So, und jetzt kommen wir zum Spielfluss und ja, der Spielfluss, der leidet halt leider so ein bisschen, ne? Man muss einfach sagen, bei Love Letter, und man darf es einfach nicht mit Love Letter vergleichen, haben wir uns auch in der Spielrunde kurz diskutiert, waren wir uns dann einig, weil Love Letter lebt halt davon, dass du das einfach so rucki-zucki runterspielen kannst, einen geilen Spielfluss hast, mal eben so zwischendurch, du musst gar nicht so richtig aufpassen. Klar kann man aufpassen und irgendwie die Wächter zählen und hier und da, aber es ist einfach auch so ein Spiel, was man so nebenher spielen kann. Und das ist Red Jack halt leider nicht, denn die ganze Zeit verändern sich hier diese Kartenwerte. Und man ist die ganze Zeit am Rechnen, was für einen Kartenwert man denn jetzt benötigt. Denn ja, dann hat man da irgendwie 18 in Kartenwerten liegen, dann ist der Gegner dran, dann dreht er irgendeine Karte von einem um oder er tauscht eine Karte weg. Und dann hat man wieder einen neuen Wert. Und dann muss man wieder überlegen, okay, was muss ich denn wie manipulieren, dass ich irgendwie auf meine 25 komme? Und dann ist es die ganze Zeit, fängt man irgendwie, wenn man dran ist, erstmal wieder an, neu zu rechnen. Ah, okay, ich brauche das und das. Oder ah, jetzt muss ich auch aufpassen, okay, er hat das schon 18 liegen. Er könnte jetzt das und das und das haben. Wenn ich jetzt bei ihm eine umdrehe, dann hat er vielleicht gewonnen oder er hat halt überpaced oder, ne, es ist ein bisschen anstrengend teilweise für so ein kleines Game, muss man einfach sagen. Ich meine, wenn man ganz normal Blackjack spielt, gibt es ja quasi einfach, ja, braucht man ja gar nicht mehr selber spielen, weil da gibt es ja eine ganz normale Standardprozedur, wie man sozusagen am wahrscheinlichsten möglichst wenig verliert. Ne? Wir wissen, die Bank gewinnt sowieso immer. Das ist hier natürlich nicht der Fall, weil es hier keine Bank gibt. Aber hier muss man einfach im Gegensatz zu Blackjack und im Gegensatz zu Love Letter extremst aufpassen, extrem mitdenken, mitrechnen die ganze Zeit, und dann hat man trotzdem manchmal das Gefühl, dass man eigentlich gar keine Kontrolle hat und dass es eigentlich totales Lackfest ist, weil, ne, also
keine Ahnung, dann kommen da irgendwelche Fähigkeiten plötzlich rein, die man irgendwie so nicht auf dem Schirm hat, die man gar nicht erahnen konnte, antizipieren konnte, und die verändern irgendwie alles, und ja, es fühlt sich dann so ein bisschen random an. Ja, ich habe, wie gesagt, aber auch noch nicht so viele Partien gespielt und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig noch mit meinem Urteil, aber in Summe muss ich sagen, dass es tatsächlich mir nicht so extremst gut gefallen hat, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, und das finde ich leider ein bisschen schade, weil ich doch relativ viel drauf gesetzt hatte und ja extra auch ein Rezi-Exemplar hier angefragt hatte, weil ich es wirklich interessant fand und euch das unbedingt vorstellen wollte. Und ich musste ja auch nochmal überlegen, ob ich dann tatsächlich noch ein Einzelvideo dazu mache oder ob euch ja das hier vielleicht ausreichen sollte. Vielleicht muss ich es noch ein paar Mal gespielt haben und dann ja entscheide ich nochmal, ob es gut genug ist, ein Einzelvideo hier auf meinem Kanal zu bekommen. Und ansonsten ja muss euch das hier mit dem Gespielt-Video heute erstmal als Eindruck reichen für die nächsten paar Tage. Ja, das erstmal zu Red Jack. So, als nächstes kommen wir zu einem Spiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Spiel nennen wollen würde. Zu einer Aktivität, bei der man sich zum einen komplett zum Affen machen kann und zum anderen aus sich herauskommen kann, wenn man es vielleicht positiv formulieren möchte, und das ist Miezekatze. Ich habe das Ding mitgespielt, ich hatte auf der Messe nur davon gehört, habe irgendwie bin an einem Tisch vorbeigelaufen, wo das Leute gespielt haben, und ich dachte nur so, what, was machen die da, was soll das so? Und jetzt habe ich es selber gespielt, wir waren zu viert, wir haben es quasi eine Runde, oder ja, wir haben so ein paar Nachfolgen, das sind immer so kleine Szenarien oder ja, es entwickelt sich quasi immer so von den Sachen, die man da machen muss, gespielt. Und irgendwann haben wir dann auch einen Cut gemacht, weil wir gesagt haben, ist auch okay, wir haben jetzt gesehen, was wir gesehen haben wollen. So, was machen wir bei Miezekatze? Bei Miezekatze müssen wir quasi immer das Wort Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze immer in so einem bestimmten Takt sagen, also es gibt so einen Taktgeber, und dann gibt es quasi im selben Takt immer Aufgaben, die man machen muss, beziehungsweise dann andere Wörter, die man sagen muss, also es gibt immer so verschiedene Aufgaben, die dann vorher festgelegt werden, und dann ist das so ähnlich wie Koffer packen, beziehungsweise hier dieses Simon, dass man sozusagen das immer wieder hintereinander machen muss und dann kommt immer wieder was dazu und dann muss man quasi die Reihe, die man immer verlängert hat, immer und immer wieder gleich durchgehen, bis man das geschafft hat, dass man das oft genug durchgegangen ist, beziehungsweise irgendwie die Länge der Reihe irgendwie absolviert hat. Und die Sachen, die man dann dazu macht, das sind dann irgendwelche Ausrufe, die man macht. Da kann man sich auch immer, kann man auch sehr kreativ sein, weil manchmal kann man sich in der Gruppe darauf einigen, was denn gemacht werden muss oder was gesagt werden muss. Dann macht man mal High Five oder klopft man auf den Tisch, oder es gibt so kleine Stoffmäuse, die man dann irgendwie benutzen muss für irgendwelche Dinge, irgendwas stapeln, irgendwelche Chips umdrehen, whatever. Und dann sitzen halt vier erwachsene Menschen am Tisch, ist wirklich albern, muss man sagen. Und sagen, Miezekatze, Miezekatze. Yeah, so. Und dann die ganze Zeit läuft das so in so einem Takt. Es gibt immer einen Taktgeber. Und natürlich immer, wenn einer das verkackt hat, dann hat die ganze Gruppe das halt nicht geschafft. Und es geht darum, das kooperativ zu machen. Und man muss einfach sagen, also ich hatte, glaube ich, 5 Minuten unfassbaren Spaß. Also wir haben unfassbar gelacht, weil wir uns wirklich so krass zum Affen gemacht haben. Es war einfach wirklich, es sind alle Hemmungen gefallen und es war unfassbar lustig. Wir lagen auf dem Boden vor Lachen, weil es so unendlich lustig war mit diesen Abfolgen und was wir dann machen mussten oder gesagt haben und so, alle gleichzeitig und so. Es war wirklich lustig, muss man sagen. Also wir haben Tränen gelacht. Aber man muss auch einfach leider sagen, nach 5 Minuten ist diese Lustigkeit auch so schnell wieder abgeflacht und in nichts verschwunden, dass nach 15 Minuten war halt so, what the fuck, was, voll kacke so. Und ja, ich weiß auch nicht, es war so von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, weil man hat es irgendwie dann gesehen gehabt, was da passiert, und nach 5 Minuten war es halt vorbei, der Spaß. Und also ich kann euch das mal empfehlen, dass ihr das irgendwo mal mitspielt. So 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie ihr so drauf seid. Da werdet ihr unglaublich viel Spaß haben, das kann ich euch versprechen. Wenn ihr so ein bisschen auch aus euch rauskommen könnt und euch ein bisschen so eine Scheißegal-Einstellung haben könnt, um euch zum Affen zu machen.
Ja, und das reicht dann auch. Das reicht dann auch einfach für ein Leben lang, muss man einfach sagen. Ich glaube, eine viel größere Daseinsberechtigung hätte das Spiel bei mir im Regal nicht als diese 5 Minuten Spielzeit mit einer bestimmten Gruppe. Und ja, das reicht. Also es ist halt irgendwie dann am Ende kein Spiel mehr, sondern halt irgendwie, ja, irgendwie eine Teambuilding-Maßnahme oder eine Auflockerungsübung für Kinder, keine Ahnung. Für Kinder kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Aber nee, für Erwachsene dauerhaft, nein. Ihr seht schon, bis jetzt war das Ganze so ein bisschen gemischt mit den kleinen Spielen, aber jetzt kommen nochmal 3 richtig gute Spiele. Bevor die kommen, möchte ich euch natürlich nochmal daran erinnern, diesen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr auf den Abo-Button drückt, dann macht ihr noch die Glocke an und ihr gebt gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Ihr könnt mich so kostenlos unterstützen, hier meinen Kanal, meine Videos. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, und das nächste Spiel ist ein kleines Highlight, weil ich es so noch nicht gesehen habe. Es geht um 21 Hand Games. Das Spiel habe ich mir auf der Spiel in Essen gekauft und ich hatte schon vorher ja davon gelesen und hatte so gedacht, so ja cool, das wird dann irgendwie so Ninja Academy mit Händen, aber nein, es ist tatsächlich ein bisschen anders. Es geht darum, dass hier 21 Spiele dabei sind, die ihr einfach mit euren beiden Händen spielen könnt. Gut, wenn ihr nur eine Hand habt, das betrifft wahrscheinlich die wenigsten von euch, dann könnt ihr das nicht so gut spielen. Aber für alle, die auf jeden Fall 2 Hände haben, macht das definitiv Sinn. Und hier sind richtig coole Sachen dabei. Und vor allen Dingen, es sind eigentlich 22, weil ja, Tic-Tac-Toe, wie heißt es, Stein, Schere, Papier, kennt ja jeder. Das könnt ihr auch mit den euren Händen spielen. Das ist hier nicht drin. Das könnt ihr euch quasi gedanklich mit da reinlegen. Dann habt ihr 22 Handgames. So, und jetzt haben wir hier die verschiedensten Handgames. Ich muss natürlich sagen, also alle 22 habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe schon ein paar gespielt und die waren alle sehr cool, muss ich sagen. Also es ist wirklich erstaunlich, wie einfach oder mit welchen einfachen Mitteln man eigentlich ganz coole Spiele designen kann. Das ist relativ schwer rauszukriegen hier. Und klar, ein paar Prinzipien oder ein paar von den Spielen kannte ich tatsächlich auch schon. Ein paar kann man ja ganz gut mit 2 Leuten spielen, für ein paar braucht man mehr Leute, es gibt auch kooperative Spiele, es gibt kompetitive Spiele, also man hat einfach wirklich eine ziemlich große Auswahl und jedes Spiel ist quasi auf so einer kleinen Karte. So, was haben wir hier zum Beispiel? Air Pong. Das ist natürlich ein sehr aktives Spiel, also wir haben hier immer so eine kleine Karte, da ist vorne eine Beschreibung, für wen das ist und dann haben wir über 3 Seiten quasi eine kleine Anleitung. Und ja, bei Airpong geht es darum, dass wir quasi imaginär Tischtennis gegeneinander spielen mit einem imaginären Ball. Wir haben so, ja, so 3 imaginäre Zonen und dann spielt man den Ball und muss halt im richtigen Moment die Hand im richtigen Sektor haben, um den Ball wieder zurückzuspielen und dann möchte man punkten beim Gegner. Solche kleinen Geschichten sind das zum Beispiel. Oder wir haben auch so ein kleines Spiel, bei dem wir hier verbinde 3. Das ist auch ziemlich cool, muss man sagen. Da geht es darum, dass wir unsere Hände hinter den Rücken haben. Wir spielen das Ganze mit einer Hand und es geht darum, dass wir am Anfang ja einen Finger ausstrecken und dann dem Gegenüber immer sagen, so Finger Nummer 1. Und dann muss er die Stellung des Finger Nummer 1 wechseln. Wenn er ausgestreckt war, dann muss er ihn einklappen. Wenn er eingeklappt war, muss er ihn ausstrecken. Finger Nummer 1, also die werden da durchnummeriert, ne, von Daumen bis Kleinfinger 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht es darum, dass man es schafft, beim Gegner 3 oder bei sich selbst 3 Finger, die zusammenhängend ausgeklappt sind, zu erschaffen oder ja herzustellen. Und wenn man das geschafft hat, hat man das Spiel gewonnen. So, und dann muss man halt schauen, okay, wenn er jetzt irgendwie, er hat gerade irgendwie den Daumen gemacht oder ich mache irgendwie den Zeigefinger, wenn er jetzt mich aber den Mittelfinger fragt, dann habe ich 3, das ist irgendwie schlecht. Das heißt, ich muss irgendwie den Mittelfinger fragen, um ihn wieder einzuklappen und so weiter und so fort. Also ja, das ist so ein bisschen Mindgame tatsächlich. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ja, und dann gibt es einfach unglaublich viele coole kleine Games hier, muss man einfach sagen. Sündenbock, Dance Party, die Wächterin, fette Beute, da geht es, das ist so ähnlich wie Bluff zum Beispiel bei fette Beute, da geht es darum, dass man so ein bisschen immer rät, wie viele Finger werden hinter Brücken gezeigt, dann kann man sich so hochbieten und irgendwann glaubt man das nicht mehr, dann werden alle Finger gezeigt und dann kriegt man entweder einen Punkt oder nicht, beziehungsweise hat dann irgendwie einen Finger mehr oder weniger zur Verfügung, das funktioniert auch ganz gut. Also ja, gibt so ein paar ganz coole Dinger und ja, ich bin echt gespannt, was ich da noch so in den nächsten
in den nächsten Wochen, Monaten mal raushole. Ich werde einfach immer mal wieder so einen zufälligen rausholen, den einfach probieren. Und das Ding ist ja, die kann man ja super schnell auch einfach mal irgendwo spielen, wenn man wartet. Also ich hoffe, dass auf der nächsten Messe oder auf der nächsten Veranstaltung, wo man in irgendeiner Schlange steht, dass Leute dieses Spiel dabei haben und dann einfach so eine Karte rausziehen und sagen so, hey, habt ihr nicht Bock, mal eine Runde Dance Party zu spielen? Und dann spielt man das einfach mit seinen Fingern im Stehen und braucht kein Material. Richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ist einfach eine richtig witzige Idee, sowas zu machen. Daumen hoch dafür, das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Dann kommen wir zu einem kleinen neuen Stichspiel, was es mir wirklich sehr angetan hat. Und zwar Fischen von 2F-Spiele. Das habe ich mir auf der Messe auch gekauft. Und ich hatte schon im Vorfeld ja darüber berichtet, dass ich das auf dem Zettel haben werde und angucken werde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist wirklich cool, muss man sagen. Also, es geht darum, dass wir eigentlich im Grunde genommen ein ganz normales Stichspiel haben. Es gibt Farben, es gibt Karten, Zahlen und ja, wir spielen die aus und können dann den Stich gewinnen, wenn wir von der ausgespielten Farbe die höchste Karte gespielt haben. Und der Gag des Spiels ist aber daran, dass immer wenn wir einen Stich gewonnen haben, dass wir dann die Karten in dem Stich auf unseren Ablagestapel bekommen. So, das machen wir so lange, bis quasi keiner mehr Karte mehr auf der Hand hat. Dann ist die erste Runde gespielt und dann hat man, ja, entweder wenn man Stiche gewonnen hat, Karten auf seinem Ablagestapel oder man hat halt keine auf seinem Ablagestapel, wenn man welche gewonnen hat. Und dann geht die nächste Runde los, da muss man dann wieder Karten ziehen. Je nachdem, in welcher Runde man ist, muss man unterschiedlich viele Karten ziehen. Und dann muss man aber immer erstmal von seinem Ablagestapel, also von den Karten, die man gerade in dem Stich gewonnen hat, ja, seine Hand bestücken. Und da kann es dann natürlich sein, dass die Hand dann schon voll ist mit den Startkarten von dem Ablagestapel. Wenn man aber nicht so viele Stiche gesammelt hat, dann kriegt man Karten von dem nächsten Nachziehstapel. Und in dem Nachziehstapel sind immer von Runde zu Runde bessere Karten drin. Das heißt, die werden dann immer höher, haben dann teilweise noch Spezialeffekte. Aber ja, diese Karten, die man in seinem Ablagestapel hat, sind Punkte. Das heißt, man ist immer in so einem, ja, in so einem Hin und Her, ob man jetzt Stiche gewinnen will oder nicht, weil auf der einen Seite bringen die gewonnenen Stiche Punkte, weil man da ja die Karten bekommt und damit Punkte bekommt. Auf der anderen Seite verstopfen die einem quasi die Hand für die nächste Runde, weil die Karten sind halt schwächer und in der nächsten Runde damit Stiche zu gewinnen, ist halt dann unwahrscheinlicher. So, und es läuft halt irgendwie darauf hinaus, dass man im Grunde genommen so ein All-or-Nothing-Spiel hat, bei dem man am Anfang erstmal möglichst alle Stiche der Runde einsammeln möchte. Dann möchte man möglichst 2 Runden gar keine Stiche mehr haben, damit der Ablagestapel wieder leer ist und man ja die Punkte quasi einmal zwischen den Runden bekommen hat, aber danach ja quasi wieder von den Nachziehkarten ziehen kann, um wieder stärkere Karten zu haben. Und dann möchte man wieder alle Stiche bekommen, um wieder Punkte zu bekommen und so weiter. Das ist dann so ein Hin und Her. Erscheint mir, glaube ich, ganz clever, das so zu machen, aber es klappt natürlich in der nur in der Theorie und in der Praxis natürlich überhaupt nicht, weil man immer noch Mitspieler hatte, die einem in die Suppe spucken möchten. Und ja, wir hatten unglaublich viel Spaß, wir haben die ganzen Karten irgendwie verschlungen. Es gibt auch noch coole Spezialeffekte, bei denen man, obwohl man den Stich nicht gewonnen hat, sich erstmal noch eine Karte vom Stich nehmen darf. Und dann nimmt man sich natürlich eine hohe Karte auf seinen Ablagestapel, damit man die in der nächsten Runde hat und die dann cool ist, wenn man die dann spielen möchte. Und ja, wir haben es einfach auch mehrfach hintereinander gespielt, weil wir es so abgefeiert haben, muss man sagen. Also richtig cooles Ding, richtig cooles Stichspiel. Ja, mit diesem Fischen-Thema, gut, okay, das Thema kommt überhaupt nicht durch. Es sind halt 2F-Spiele, aber ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht vom Mechanismus. Ein tolles neues Stichspiel. Und dann kommen wir als letztes noch zu einem kleinen Halligalli-ähnlichem Spiel. Und zwar geht es um Burger Slam. Burger Slam von Amigo. Ein kleines Rezensionsexemplar, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Und ich muss sagen, es hat mich tatsächlich positiv überrascht. Also es geht darum, dass wir einen Burger bauen wollen. Und es funktioniert so, dass in jedem Burger eine bestimmte Anzahl von Zutaten drin sein muss. Es gibt Tomaten, es gibt Käse, es gibt Fleisch, Patties. Und natürlich gibt es den Bun und dann gibt es Salat, Käse, Fleisch, Patties. Ja, ich glaube, es sind sogar die 3 Zutaten. Ach so, und dann, ja, es gibt auch noch Zusatz Mayo, Ketchup und so weiter. Aber grundsätzlich, es gibt Grundzutaten. Und dann werden in der Mitte immer Karten aufgedeckt, sodass die alle gleichzeitig sehen. Und auf diesen Karten sind immer 1 bis 3 Zutaten zu sehen. Und dann, ja, deckt man die auf und deckt man die auf und deckt man die auf. Und sobald irgendjemand quasi richtig mitgezählt hat, dass der Burger jetzt vollständig ist, denn in jedem Burger müssen 3, von jeder Zutat 3
ja, drei drin sein, also es müssen drei Fleisch, drei Salate, drei Tomaten drin sein. Dann muss man schnell sich den Burger in der Mitte schnappen, also so ein Holzpatty, und den auf den Stapel legen. Und dann kann einen jemand anzweifeln, ob das denn stimmt, ob der Burger vollständig ist oder nicht. Und ja, je nachdem, ob man gewonnen hat, kriegt man den Stapel als Punkte oder halt nicht. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Big Burger zu machen. Also wenn zum Beispiel eine Zutat siebenmal drin ist, dann reicht das auch schon, um den Burger fertig zu machen. Und dann gibt es halt noch diese Zusatzkarten. Es gibt einmal Mayo, es gibt einmal Ketchup, es gibt noch so Zusatzkarten, dass immer ja vielleicht von einer bestimmten Zutat eine mehr im Burger ist automatisch oder eine weniger. Das heißt, da muss man immer noch rumrechnen. Und dieser Ketchup und dieser Mayo, die ja nehmen teilweise komplette Karten raus, die gespielt worden sind, oder verdoppeln Zutaten von Karten. Und dann ist das doch schon ein ganz schönes Hin und Her. Man muss natürlich sagen, ich glaube, für Erwachsene ist es tatsächlich ein bisschen zu einfach. Also wir hatten tatsächlich nicht so wirklich Schwierigkeiten, das mit dem Zählen hinterherzukommen. Und wir haben eigentlich dann im Grunde genommen nie angezweifelt. Aber ich glaube, das Spiel ist gerade ja für die jüngeren Halligalli-Fans, für Kinder echt eine ziemlich coole Sache. Vor allen Dingen von dem Thema her, dieses mit dem Burger bauen ist irgendwie witzig, muss man einfach sagen. Man lernt so ein bisschen ja dieses Zählen, ein bisschen, das ist natürlich auch ein bisschen Memory-Training, was man da hat. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Also klar, für uns Vielspieler vielleicht ein bisschen zu seicht, ein bisschen zu einfach. Aber für Familienspieler und Kinder, muss ich sagen, echt eine ziemlich coole Angelegenheit. Das war's mit den 7 kleinen Spielen heute in diesem Gespielt-Video. Vielleicht war das eine oder andere Spiel ja für euch dabei. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen, ja, aufwecken, was das eine oder andere Spiel angeht. Ich bin gespannt. Schreibt gerne mal in die Comments, welche von den Spielen habt ihr vielleicht schon gespielt? Man kommt ja bei so kleinen Spielen auch immer mal wieder ein bisschen schneller dazu, die zu zocken. Und schreibt gerne mal, welches euch sehr gut gefällt, welche euch vielleicht nicht so gut gefallen. Ob ihr ja in bestimmten Dingen übereinstimmt, was ich so gesagt habe, bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hätte hier zum Beispiel ein gespielt, bei dem auch ein paar Kenner- und Expertenspiele dabei waren. Kann ich euch hier verlinken oder einfach ein anderes Video hier unten auf meinem YouTube-Kanal. Und ansonsten, ja, stöbert sonst auch einfach auf meinem Kanal. Ich habe unglaublich viele Brettspiel-Videos auch zu etwas älteren Spielen. Ich mache das ja schon seit ein paar Jahren jetzt. Da werdet ihr sicherlich fündig. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.